Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem geht es um das Thema Zucker, den Konsum von diesem und was für Auswirkungen er auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit hat. Zucker spielt in unserer heutigen Gesellschaft eine große Rolle, denn er ist in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten, die wir so im Supermarkt kaufen können. Nun, was passiert aber, wenn man auf Zucker komplett verzichtet? Dieses Experiment hat Sascha Haaland durchgeführt, ein Holländer. Er hat einen Monat lang komplett auf Zucker verzichtet. Was für Folgen hatte nun dieses Experiment von Sascha Haaland, einen Monat lang auf Zucker zu verzichten? Im Endeffekt hatte es 4 Folgen. Als allererstes, er hat natürlich an Gewicht verloren. Als nächstes, er hat natürlich auch an Fettgewebe verloren. Sein Blutdruck ist nach unten gegangen und er hat auch einen geringeren Cholesterinwert im Blut gehabt. Das ganze Experiment wurde natürlich von Ärzten beaufsichtigt und die haben Sascha Haaland am Ende des Monats bestätigt, dass er gesünder ist als vorher. Und das sollte uns allen zu denken geben. Nun ist es natürlich kein Geheimnis, dass ein hoher Zuckerkonsum Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auch auf unseren Geist hat. Die WHO gibt eine Empfehlung von 6 bis 12 Würfel Zucker am Tag heraus. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ist von ein paar Faktoren wie Gewicht, Größe, Alter abhängig. Im Durchschnitt nimmt ein Europäer aber 17 Würfel Zucker am Tag zu sich. Und ein ganz grobes Beispiel, 1 Liter Cola enthält 40 Würfel Zucker. Und das ist eine sehr, sehr hohe Menge und damit ist man mit 1 Liter Cola schon weit über der Tagesempfehlung der WHO hinaus. Nun stellt sich die Frage, was für Folgen kann ein hoher Zuckerkonsum haben? Um ein paar Erkrankungen zu nennen, als allererstes natürlich können die Zähne darunter leiden. Man hat ein hohes Risiko an Karies zu erkranken. Dann hat man natürlich auch ein hohes Risiko an Diabetes zu erkranken, besonders an Altersdiabetes. Und jetzt kommt nicht auf die Idee zu glauben, Altersdiabetes, das betrifft ja nur ältere Menschen, auf gar keinen Fall. Auch immer mehr jüngere Menschen erkranken an Altersdiabetes, hängt einfach damit zusammen, dass wir uns so viel zuckerhaltige Lebensmittel zuführen, der Körper immer mehr Insulin produzieren muss, damit die Zellen sozusagen ja den Zucker aufnehmen können. Die entwickeln dann eine Insulinresistenz. Der Körper muss immer mehr Insulin produzieren, damit die Zellen in unserem Körper den Zucker aufnehmen können. Und irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse überlastet und produziert dann gar kein Insulin mehr. Und dann hat man Altersdiabetes. Und wie gesagt, das ist mittlerweile halt auch ein Problem von sehr, sehr vielen jüngeren Menschen. Dann hat man natürlich auch das Problem, an einer Fettleber zu erkranken. Zucker wird in der Leber umgewandelt. Wenn wir uns viel Zucker zuführen, dann kann die Leber überlastet werden, verwandelt diesen dann halt in Fett, wird zu einer Fettleber und das kann dann halt das Krebsrisiko erhöhen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Problem, dass das Herz unter einem hohen Zuckerkonsum leiden kann, besonders das Herz-Kreislauf-System. Man hat eventuell eine Arterienverkalkung, Arterienverstopfung und das will man natürlich auch nicht haben. Und das sind nur ein paar Erkrankungen, die in Zusammenhang mit einem hohen Zuckerkonsum stehen. Nun wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, mit Zucker habe ich doch gar kein Problem, so viel konsumiere ich doch gar nicht. Aber ich empfehle euch, überschlagt einfach mal so einen Wocheneinkauf von euch, wie viel Zucker in den jeweiligen Lebensmitteln enthalten sind und ich werde euch garantieren, ihr werdet erstaunt sein. Besonders die Leute, die abnehmen möchten, werden jetzt auch sagen, ja, ich muss ja nur auf meine Kalorien achten, ich brauche ein Kaloriendefizit und dann ist ja alles okay, dann nehme ich ab bzw. lebe etwas gesünder, als wenn ich einen Kalorienüberschuss habe. Aber auch hier gilt, wenn ihr euch viel Zucker zuführt, bringt euch auch ein Kaloriendefizit nichts, denn euer Körper leidet dennoch darunter. Ihr nehmt zwar ab, aber dennoch bekommt ihr eventuell Karies, Diabetes oder aber eine Fettleber. Dementsprechend ein Kaloriendefizit bei einer Diät ist auch nicht unbedingt immer das Wahre, insofern ihr euch viel Zucker zuknallt. Dementsprechend ist mein Tipp an euch Clean Eating. Also versucht wirklich auf das zu achten, was ihr zu euch nehmt. Esst viel Gemüse, kocht viel selber, versucht wirklich ein bisschen auf eure Ernährung zu achten und nicht so viel verarbeitete Lebensmittel zu euch zu nehmen. Ein weiteres Problem, das mit einem hohen Zuckerkonsum in Verbindung steht, ist, dass unser Geist darunter leiden kann. Denn immer wenn wir zuckerhaltige Lebensmittel zu uns führen, schüttet unser Körper Glückshormone aus. Und nach diesen Glückshormonen können wir süchtig werden. Und im Endeffekt werden wir dadurch nach Zucker süchtig. Und immer dieses Auf und Ab von, es gibt mal Zucker, dann fehlt uns mal Zucker, das kann uns krank machen. Das kann uns depressiv machen, das kann uns Stimmungsschwankungen bereiten. Wir können bei Zuckermangel leicht reizbar aggressiv werden und im Endeffekt führt es einfach dazu, dass wir uns in unserem eigenen Körper nicht wohlfühlen, dass wir uns einfach schlecht fühlen. Was ist nun die Lösung, dem Zuckerwahn zu entkommen?
Eigentlich ganz einfach, weniger zuckerhaltige Lebensmittel kaufen. Klingt jetzt einfach, ist es aber nicht unbedingt, denn wenn wir mal in den Supermarkt gehen und uns dort ein paar Lebensmittel raussuchen, dann steht auf denen zwar nicht unbedingt drauf, dass sie Zucker enthalten, aber ich kann euch sagen, auch diese enthalten Zucker, denn es gibt für den Begriff Zucker sehr, sehr viele Begrifflichkeiten. Über 20 an der Zahl gibt es für den Begriff Zucker, angefangen bei Weißzucker, Saccharose, Glucose, Fructose, Honig, Vanillezucker, Milchzucker und. Es gibt enorm viele Begrifflichkeiten für Zucker. Und dementsprechend wird halt in der Lebensmittelindustrie getrickst, überall ist Zucker enthalten, obwohl gar nicht gesagt wird, dass Zucker enthalten ist. Mein Tipp an euch, macht euch schlau, was denn alles als Zucker gilt und kauft dementsprechend ein. Grundsätzlich, Zucker ist nichts Schlimmes, Zucker ist nicht gefährlich. Man kann Zucker in Maßen genießen, aber es sollte halt nicht im Übermaß sein. Denn wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, ja, dann werden wir krank. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was glaubt ihr, wie viel Zucker in Würfeln ihr am Tag so zu euch nehmt? Versucht mal so einen groben Tag zu überschlagen, zählt mal die einzelnen Lebensmittel zusammen, die ihr so am Tag, zum Beispiel gestern, zu euch genommen habt und guckt mal, wie viele Würfel Zucker wohl in diesen enthalten waren. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne wissen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ansonsten habt ihr in der Infobox nochmal ein paar interessante Links und Informationen zum Thema Zucker, unter anderem ein Video von Sascha Haaland, wie er sein Experiment durchgeführt hat und nochmal eine sehr, sehr interessante Dokumentation zum Thema Zucker. Schaut ihr euch auf jeden Fall an, kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Zuckerkonsum, schreibt sie auch gerne als Kommentar unter dieses Video hier. Ich versuche, die so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Facebook eine Frage stellen, entweder an der Pinnwand oder aber ihr schickt mir eine private Nachricht, einfach unter www.facebook.com/infitnesstv oder aber ihr folgt mir auf Instagram unter www.instagram.com/RaffaInFit. Das war's, wir sehen uns die Tage. Haut rein!